Heute ist Samstag, der 19. Januar und es ist 17.07 Uhr. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich bin der Quert. Ich dachte, ich mache mal auch wieder ein Video, habe ein bisschen was zu erzählen. Fange ich doch gleich einfach mal mit an. Und zwar, das Tylo-Turnier war heute. Genau, hat heute angefangen. Und wir sind auch heute gleich wieder rausgeflogen. Naja, aber was soll man tun? Ihr wisst schon. Auf jeden Fall war das ganz lustig und ich kann nur sagen, dass ich auf jeden Fall, wenn irgendwann mal wieder so ein Turnier ist, wieder dran teilnehmen werde und ich beglückwünsche die Gegner, die uns dann schlussendlich besiegt haben, im zweiten Spiel, also das zweite Team genau zu sein. So viel zu schlussendlich, Blick links, Blick rechts. Das wäre einmal GGC, Soundwaves und, oder heißt der überhaupt noch, ich bin mir gar nicht sicher, dieser Soundwaves auf jeden Fall und Bullet, also BOL Bullet, nicht der Bullet Bullet, sondern der Bullet Bullet. Ihr wisst schon. Und die haben uns fertig gemacht, um es so zu sagen. Haben uns relativ abgezogen, ja. Und die sind jetzt eine Runde weiter, wo es dann morgen weitergeht, am Sonntag. Und da hoffe ich dann, dass sie auch weiter so weiterkommen. Und ja, mal sehen. Wir sind jetzt rausgeflogen. Heute war die erste K.O.-Runde. So wie ich das irgendwas mit K.O.-Runde wurde mir gesagt, auf jeden Fall mit Antworten, wir haben es verkackt. Aber ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, das habe ich auch schon gesagt. Ja. Des Weiteren muss ich auch sagen, dass mir das 2 vs. 2 Gameplay von Halo 4 mehr Spaß gemacht hat, als ich dachte, dass es mir macht. Weil ich habe bis jetzt einmal ein 1-on-1 gespielt in Halo 4 und das hat überhaupt gar nicht funktioniert, weil ich bei Sanctuary, also einem Remake von Sanctuary, die ganze Zeit gespawnt habe. Also sagen wir so, es ist halt einfach scheiße, wenn jeder instant spawnen kann, das ist noch ein bisschen behindert und deswegen funktionieren, finde ich zumindest, One-on-Ones in Halo 4 nicht so gut, zumindest nicht auf den altbekannten Maps, auf sowas wie Haven oder so geht's noch, weil man da verwinkelter spawnt, aber ja. Und deswegen habe ich gedacht, dass das 2 vs 2 auch nicht so gut klappen würde vom Gameplay her. Aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mehr besser zumindest, als ich gedacht habe. Wobei ich mir natürlich Spawnzeiten wünschen würde. Das wäre natürlich immer besser. Aber na, was soll's. Und ja, genau. Dann, was ich auch noch nicht gesagt habe, was im Hintergrund läuft. Aber das hat auch einen gewissen Grund, weil ich keinen Plan habe, was im Hintergrund läuft. ich habe da extra diese coole, komische, oder ich fand sie zumindest cool, Animation gebastelt, wo man dann sieht, was im Hintergrund läuft und da könnt ihr es dann ablesen. Oder habt es bestimmt schon abgelesen, weil das wäre dann am Anfang des Videos gewesen. Und da sind wir jetzt schon dran vorbei. Genau. So, dann den einen oder anderen wird sich vielleicht fragen, warum das hier komisch klingt, weil ich das gerade wieder mit meinem Headset... Ich habe nur ein Headset, okay. Weil ich das nicht über ein Headset aufnehme. Und genau. Ich habe mir eigentlich mal so ein komisches Standmikrofon bestellt, seit letztem. Also letztens mal, vor 1, 2, 3, 4 Wochen, keine Ahnung. Und das ist noch nicht angekommen. Warum? Weil ich scheinbar nicht aufgepasst habe. Bei Amazon habe ich es bestellt. Und zwar habe ich scheinbar nicht geschaut, ob die das auf Lager haben. Und jetzt steht da bei meiner Bestellung, Lieferdatum unbekannt. Und unbekannt scheint unbekannt zu heißen, weil es gibt auch keinerlei Andeutungen. Es könnte jetzt entweder in einer Woche kommen oder in 2 Jahren. Und ich habe es bis jetzt noch nicht storniert, weil, keine Ahnung, ich habe lange gesucht nach einem Headset, das ich jetzt toll finde und auch für einen Preis, den ich bezahlen würde für ein Headset. Also was heißt Headset für so ein Mikrofon halt, weil ich habe jetzt keinen Bock, da 70 Euro für ein Mikrofon zu zahlen, weil ich das nicht brauche, so professionell bin ich nicht. Und wollte mir einfach so ein anderes Standmikrofon kaufen, wo die Rezensionen ganz gut waren und das hat, glaube ich, nur so gekostet, 17 Euro oder so. Also ist immer noch relativ viel, aber ja, mal gut, 17 Euro gehen schon. Ja, und das war scheinbar nicht auf Lager. Oder sonst irgendwas. Und jetzt kommt es in unbestimmter Zeit. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich irgendwas stornieren, weil, so wie es aussieht, ist diese unbestimmte Zeit nicht sehr nah.
Und also zumindest kam es bis jetzt noch nicht und ist schon relativ lang her, seitdem ich das bestellt habe. Zumindest kommt es mir so vor. Und ja. Genau. Genau, genau. Gut, was ich heute auch noch gemacht habe, ja, ich war nämlich ein bisschen früher on als vor dem Turnier und dort habe ich auch nochmal Forza Horizon gespielt und dort habe ich endlos coole Design für ein Auto gemacht, zumindest fand ich das voll cool. Genau, das wollte ich auch nur so loswerden, weil ich habe mir so viel Mühe gegeben und ich will nicht, dass es nicht niemand weiß. Also, wird sowieso niemand wissen und niemanden interessieren, aber ich habe es gesagt. Also kann ich mich ein bisschen selbst hier auf die Schulter klopfen. So, okay. Genau. Dann eine Sache wollte ich auch noch sagen. Grüßen möchte ich in diesem Video natürlich auch nochmal meinen Turnierpartner, wo wir uns kurzzeitig zusammengefunden haben, um das Ganze zu machen. Und zwar war das Beautiful Peach. So ist zumindest sein Gamertag. Und ich glaube, er will sich umbenennen, weil er den Namen nicht so toll findet. Aber nun gut. Noch hat es nicht getan, also werde ich ihn noch so nennen. Und ja, Grüße an dich. Hat Spaß gemacht beim nächsten Turnier vielleicht wieder, wenn du Bock hast. Und ja, genau. Jo, dann habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich werde jetzt was essen, weil das habe ich heute noch nicht getan. Dann aber ich habe den übelsten Unterzucker gerade im Moment. Und deswegen werde ich jetzt was essen. Oh Gott, ich muss was essen. Ciao und tschüss, sagt der Quert oder so. Ciao und tschüss, sagt der Quert.